freue mich, dass ich heute zu dir und zu Ihnen sprechen darf zum Thema Transformation bzw. Transformationskompetenz erlangen. Das ist das, was ich glaube, was heute nötig ist, dass wir das einzeln und als Gesellschaft machen in dieser Krise, die oft als Corona-Krise bezeichnet wird. Ich sehe sie in einem viel größeren Zusammenhang mit und in der Klimakrise. Die zwei hängen zusammen. Da ist es dringend nötig, Transformationskompetenz zu erlangen. Und die Frage ist, wo lernen wir? Wo schauen wir hin? Und in meiner Arbeit schaue ich in die Natur und lerne von der Natur, weil die Natur ständig in Bewegung ist und in Transformation. Ich heiße Ursula Segetzi und ich leite zusammen mit meinem Mann das UMA-Institut im Norden Deutschlands. Wir arbeiten nach einem eigenen Ansatz, den wir Transformation in Natura nennen. Also wir begleiten Transformationsprozesse für Einzelpersonen oder Gruppen und Teams, indem wir sie Erfahrungsräume in der Natur eröffnen, wo das, was sich jetzt in Veränderung befindet, mit einer neuen Perspektive und einer neuen Verbundenheit eben nicht nur eingeschlossen, sondern eine neue Verbundenheit mit und dem Naturwesen, mit und in der Natur erfahren werden kann und so Transformation eine andere Bewegung oder eine erweiterte Bewegung bekommen kann. Mein Hintergrund ist, dass wir Natur, wenn wir von der Natur lernen wollen, einerseits in die Natur gehen können, Naturerfahrung machen können, aber auch von anderen Kulturen lernen. Kulturen, die es heute noch gibt und die naturnah leben, das wäre die Ethnologie, mein ethnologischer Hintergrund, oder unsere eigenen indigenen Vorfahren in Mitteleuropa, das wäre die Mythenforschung, weil in den Mythen und Märchen noch ganz viel enthalten ist von dem Wissen über, wie Natur Transformationsprozesse gestaltet, beziehungsweise wir Menschen, wenn wir uns einbetten, sie gestalten können. Und als Religionswissenschaftlerin hat mich immer interessiert, wie Initiationsrituale funktionieren, weil Initiation, also der Übergang vom Kind zum Erwachsenen, ist der Prototyp von Transformation, die gelingen muss, wenn wir tragfähige Erwachsene, handlungsfähige Erwachsene sein wollen in dieser Welt. Und naturnah lebende Kulturen haben immer sehr viel Wert darauf gelegt, diesen Übergang zu inszenieren mit Ritualen, damit er gelingt. Und wenn wir diese Initiationsrituale anschauen, folgen sie einer bestimmten Struktur, damit dieser Transformationsprozess gelingt. Daraus ist ein Modell entstanden, was es in der Überlieferung in China gibt, beim chinesischen Rat der Wandlungsphasen. Es gibt es bei den Native Americans, das nennt man dann das Medizinrad oder Medizinräder, unterschiedliche. Und in Europa gab es das auch, eine Anschauung, dass das Leben sich wie ein Rad bewegt oder zyklisch. Und das ist aber verloren gegangen und nur noch in Fragmenten, in diesen Puzzlesteinen von Mythen und Märchen und Bräuchen enthalten. Und daraus habe ich destilliert den sogenannten Lebenskompass, das ist dieses Radmodell nach europäischer Tradition. Und in das hinein können wir jetzt alles legen. Und wir wollen jetzt, dass Transformationsprozesse in dieses Lebensrad, in diese Anschauung, in diese zyklische Anschauung legen und so von der Natur lernen. Die Kurzdefinition von Transformation ist, im Gegensatz zu Veränderung, am Beispiel eines Stuhles erklärt, wenn ich den Stuhl von hier nach dort trage, dann ist das eine Veränderung. Und ich und wir glauben, dass es in der heutigen Zeit und was das Klima betrifft, eine Veränderung, ein von hier nach da tragen, aber auf demselben Stuhl sitzen, dass das nicht reichen wird, sondern dass es wirkliche Transformation braucht. Und Transformation würde bedeuten, der Stuhl, ich nehme den Stuhl auseinander oder er fällt von alleine auseinander und ich habe nur noch diese Einzelteile und ich baue nicht wieder den gleichen Stuhl zusammen, sondern ich weiß noch gar nicht, was ich daraus bauen werde, was dazukommt, was wegfällt und was daraus entsteht. Also Transformation ist immer sehr radikal in seiner Auflösung und in dem, was dann an Neuem entstehen kann und wird. Wenn wir über gesellschaftliche Transformationsprozesse reden, ist es notwendig, dass wir auch über Weltbild sprechen. Weil jede Gesellschaft hat ein eigenes Weltbild. Und ein Weltbild, die Definition von Weltbild ist die Annahme, wir haben Annahmen über wie die Welt aussieht und wie sie funktioniert. Und diese Annahmen sind kollektiv. Und sie richten unsere Wahrnehmung von Welt aus.
Und je nachdem, wie ich die Welt wahrnehme, halte ich das, was ich wahrnehme, für wahr. Und damit bestätigt sich das eigene Weltbild. Und wenn ich eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung habe, meine ich, die Welt sei dieser Ausschnitt und sehe gar nicht, dass sie viel mehr sein kann oder könnte. Und jede Kultur hat ihr Weltbild, wir können nicht ohne, und es ist ganz schwierig, das zu, wie ein blinder Fleck, weil es sich selber immer bestätigt. Aber es ist wichtig, dass wir darüber sprechen und uns klar werden, in welchem Weltbild unsere westliche Kultur lebt. Denn dieses Weltbild und die Handlungsweise daraus hat zu dieser Klimakrise geführt, zur Ausbeutung der Natur, zu diesem Ungleichgewicht in unserer Lebensweise. Und Albert Einstein hat einmal gesagt, Probleme lassen sich nicht in derselben Denkweise, oder wir könnten sagen in demselben Weltbild, lösen, durch das sie entstanden sind. Das heißt, wenn wir uns auf den Transformationsweg machen, müssen wir das Weltbild, was wir bis jetzt haben, einmal wie einen Stuhl zerlegen, ohne dass wir gleich ein neues haben. Und bevor wir etwas zerlegen können, muss es uns klar sein. Und deswegen habe ich das hier aufgeschrieben. Ich lese es vor, wenn man nicht alles lesen kann. Es ist in unserer Kultur ein dualistisches Weltbild dahinter liegen. Und dualistisch heißt, oder Dualismus, Ismen sind immer Ideologien. Also das ist eine Vorstellung von Welt. Und das dualistische Weltbild besagt, dass die Welt aus Einzelteilen besteht, die getrennt voneinander sind. Und diese Teile haben auch eine Wertung. Ich habe es als obere Hälfte und untere Hälfte gezeichnet, oder hell und dunkel, oder oben und unten, die aber unversöhnlich sich gegenüberstehen. Das nennt man dann antagonistisch gegenüberstehen. Und sie wurden mit einer Wertung versehen oder eine Abwertung, und das ist das Gut und Böse. Gut und Böse sind Konzepte, die geschichtlich relativ spät in die Menschheit eingezogen sind und dann jetzt sehr dominant wurden in den letzten 2.000-3.000 Jahren. Aber andere Kulturen kennen dieses Konzept nicht von Gut und Böse. Da gibt es das Böse nicht. Also Licht und Finsternis und Gott und der Teufel, das sind alles Bebilderungen und Erklärungen, wie wir die Welt wahrnehmen und dadurch dann bestätigt bekommen. Diese Pole, diese Gegensätze sind getrennt und auch statisch, weil dieser Ismus, diese Ideologie, ist vor allem eine Ideologie, die den Herrschenden dient. Deswegen steht Herrschaft. In dem Moment, wo Herrschaft in die Welt gekommen ist und sich etabliert hat, hat sich dieses Weltbild geformt und verfestigt. Jemand, der herrscht und reich ist und Macht hat, will natürlich nicht, dass das dauernd im Prozess ist und sich verändert, sondern dass das so bleibt. Und deswegen ist dieses Weltbild sehr statisch, sehr starr. Die Sprache, die dahinter steht, und das gehört zur Herrschaft dazu, ist die Sprache des Krieges. Das heißt immer, dass ich da bin und die da. Und dass ich tendenziell Misstrauen habe gegenüber anderen Gruppierungen oder anderen Menschen, anderen Religionen. Und dass ich sie schnell als Feinde deklariere. Und wenn ich sie als Feinde deklariere, kann ich sie auch bekriegen. Die ganzen Glaubenskriege und alle Kriege funktionieren mit diesem Gut- und Böse-Antagonismus. Es geht dann um eine Versachlichung des Gegenübers, also die Entwürdigung des Gegenübers gehört mit dazu, also die Würde abzusprechen. Und das haben wir jetzt zum Beispiel, wenn wir sagen, die Menschen sind gut und erhaben und haben einen Geist und einen Intellekt, und die Erde und die Natur ist dumpf und dumm, dann ist das eine Entwürdigung und eine Versachlichung, und ich kann sie ausbeuten. Das ist das Modell, warum mich Erde überhaupt ausbeuten kann. Und es geht nicht um Stimmigkeit oder Beziehung, sondern um die richtige Ordnung. Richtig oder falsch sind die Kategorien, die aber definiert wurden, die nicht aus sich heraus existieren, sondern definiert wurden. Das bedingt oder hat zur Folge Ausbeutung durch Selbstbezogenheit. Und interessant ist, das brauchen wir nachher noch, das Bild, wenn wir über Corona sprechen, die Medizin, die dahinter steht, ist in dieser Logik eine Kriegsmetapher, Medizinsprache. Krankheit ist ein böser Feind, der kommt, vor dem ich mich abschotten und schützen muss. Das ist die Logik, wie Krankheit funktioniert.
Demgegenüber gibt es ein ganz anderes Weltbild, das ist das polare Weltbild. Und das ist kein Ismus, sonst würde es Polarismus heißen, sondern polares Weltbild, das entsteht aus Naturbeobachtung und mit der Natur sein. Weil die Natur kennt vieles nicht, was hier aufscheint. Sie kennt keine Wertung zum Beispiel. Sie kennt auch Pole, also alles existiert in Polen, deswegen polares Weltbild, aber diese zwei Pole, ich habe hier Sommer und Winter geschrieben, diese zwei Pole, die sind überhaupt nicht getrennt voneinander, sondern im Gegenteil, die sind ganz dynamisch und das eine wechselt in das andere und dann wieder zurück. Deswegen sind die verbunden und sie sind dynamisch und das Ganze ist sehr komplex, weil diese Pole sind wieder eingebettet in noch große Polaritäten bis hin zu Sternenkonstellationen und Universumspolaritäten, also was ganz im Kleinen ist, ist eingebettet ins Größere, das ist ein geschachteltes Weltbild oder ein holistisches Weltbild. Und es ist immer in Beziehung zueinander. Ich habe das Yin-Yang-Zeichen hier hineingemalt, weil das, im Chinesischen ist das sehr ausgedrückt in diesem Zeichen, dass das Yin, was das Tiefe ist, was hier dem Winter zugeordnet ist, das helle Yang eben enthält und das Yang, was die aufsteigende bewegende Energie ist, enthält das Yin. Und so können die zwei tanzen und die Welt bewegen und erschaffen immer aufs Neue. Die Sprache dieser Kulturen, die ein solches Weltbild haben, ist eine Sprache der Geschwisterlichkeit. Die Bäume, die Pflanzen, die Tiere, das sind alles Schwestern und Brüder. Und ich könnte sie nicht bekriegen oder ausbeuten, weil sie meine Geschwister sind. Also ist eher im Vordergrund so das, was wir als heilig bezeichnen können, eine Heiligkeit, die alles durchflutet und jedem Wesen seine Würde gibt. Und es geht nicht um richtig oder falsch oder gut und böse, sondern um Stimmigkeit. Ist die Ordnung stimmig? Ist mein Leben stimmig? Ist es in Harmonie mit diesem zyklischen Fluss? Stehe ich am Morgen auf und gehe ich am Abend ins Bett? Wenn ich das nicht tue, als Einzelperson oder als Kultur, dann gibt es eine Entgleisung, dann falle ich aus dieser stimmigen Ordnung und das, was dann geschieht, ist Krankheit. Also Krankheit ist nichts Böses, was von außen kommt, sondern ein Resultat aus meinem Herausfallen aus dieser stimmigen Ordnung oder Heraushandeln. Und in der Mythologie der Maya, da gibt es eine Göttin, die Ischtschil, da ist das sehr anschaulich erzählt als Geschichte, die hat Umut auf den Schultern, die Umut sind Vögel. Und wenn Ischtschil sieht, dass ein Mensch oder eine Gemeinschaft entgleist und nicht mehr in dieser stimmigen Ordnung, in diesem Tanz der Polaritäten lebt, dann schickt sie einen Umut, einen Vogel der Krankheit. Nicht um zu bestrafen, sondern eher aus Liebe. Es ist eine Geste der Liebe, um die zurückzurufen in die Lebendigkeit von diesem Tanz. Also das sind zwei ganz unterschiedliche Anschauungen. Und wenn wir jetzt nochmal Einstein hier nehmen, der sagt, Probleme kann man nicht lösen in der Denkweise, in der sie entstanden, durch die sie entstanden sind, dann würde das ja bedeuten, wenn das, diese Weltanschauung der Grund ist, warum wir jetzt so entgleist leben und das Klima, sogar das Klima entgleist, dass wir viel zu sehr auf diesem Yang-Pol des Wachsens und des mehr und mehr und immer schneller und immer ich, abgetrennt von allem, wenn das die Grundlage ist für die Misere, in der wir heute stecken, können wir ja mit diesem Weltbild keine Lösung herbeizaubern, sondern wir müssen uns öffnen und lernen, und das, der Vorschlag ist von der Natur zu tun, wie wir anders das anschauen können und dadurch anders handeln können. Und jetzt drehe ich meine Tafel um und wir nehmen das Rad der Transformation, da steht das Rad der Transformation, also diese Abteilung vom europäischen Lebenskompass, in die ich dann die Transformationsbewegung hineingelegt habe. Und wir machen mehrere Rundgänge, aber in aller Kürze, damit die Landkarte quasi klar ist. Es orientiert sich an den Jahreszeiten, weil Jahreszeiten für uns in Mitteleuropa so deutlich wahrnehmbar sind und ganz viele Assoziationen wecken. Da ist der Sommerpol, also Mittsommer, die Mitte des Sommers, alles blüht, alles ist außen, alles ist manifest. Dann kommt der Herbst, wo alles nach innen zieht und in diesem Modell beginnt der Herbst beim 1.8., weil Mittsommer eben die Mitte des Sommers ist der 1.8., wo man schon den Herbst riecht.
aber er noch nicht ganz zur vollen Entfaltung kommt. Da beginnt der Herbst und dann geht es in die Reife hinein und dann ins Loslassen und Auflösen bis zum 1. November. Da beginnt der Winter und dieser Winter ist wie eine Schale mit Mittwinter am 21. Dezember unten bis zum 1. Februar. Das ist wie eine Schale, wie alles geht in die Erde hinein, alles geht ins Verborgene und wird da gehütet und dann dreht es sich im Verborgenen, das ist ein Mysterium, hinein wieder in einen neuen Jahreskreis. Und der Frühling vom 1.2. bis zum 1.5. hat die Qualität, alles hervorzubringen, ans Licht zu bringen, zu zeigen, um dann vom 1.5. in diese Kuppel zu kommen, was der Sommer ist, diese Ausfaltung. Joseph Campbell war ein Mythenforscher, der Mythen aus der ganzen Welt gesammelt und gemerkt, dass diese Geschichten Initiationsgeschichten sind. Und diese Initiation, die junge Menschen durch einen Prozess führt, hat immer die gleiche Struktur, überall. Die Geschichten sind mannigfaltig unterschiedlich. Aber die Struktur ist die gleiche. Heldenreise hat er sie genannt. Und ich habe jetzt diese Struktur von Campbell genommen und sie auf diese Landkarte der Jahreszeiten gelegt. Wir werden dann differenzierter und genauer. Und daher sind die Begriffe jetzt auch, die wir brauchen für das Rad der Transformation aus dieser Märchensprache oder Initiationsritual-Mythensprache genommen. Weil wenn junge Menschen und unsere Märchen erzählen noch davon, Hänsel und Gretel und Schneewittchen, die wurden erst später zu Kindergeschichten gemacht, also die erzählen davon, wie junge Menschen aufbrechen und in den Wald gehen und wieder zurückkommen als Erwachsene. Darüber liegt ganz viel dualistische Umformung und Angstmache und der böse Wolf wird ins Spiel gebracht und die böse Hexe kommt rein und der böse Wald. Aber wenn wir dieses Böse wieder rausfiltern, dann sehen wir in den Märchen noch diese Struktur. Und die heißt, der Ruf, es erreicht ein Ruf, die Kindheit ist zu Ende, die Geschlechtsreife tritt ein. In den Märchen stechen sich dann die Mädchen an der Spindel und bluten. Also die Blutung beginnt und in der Waisenerzählung werden die Erwachsenen wissen, was zu tun ist. Sie bringen sie an den Waldrand, das ist die Schwelle ins Unbekannte, um sie dann in diesen Wald hineinzugeben und in dem Wald lernen sie und transformieren sie sich zu Erwachsenen. Es folgt als erstes eine ziemlich ungemütliche Phase, also quasi zwischen der Schwelle ins Unbekannte und der Hingabe. Das ist dann, wenn Hänsel und Gretel 3 Tage im Wald herumirren. Also man weiß nicht so recht, was man jetzt tun soll. Oder man folgt den Zeichen, wie die Goldmarie im Hollemärchen. Die holt das Brot aus dem Ofen und schüttelt den Baum. Also sie nimmt wahr und folgt. Das ist diese Phase. Aber alle kommen, wenn sie durch diese Zone durch sind, im Wald, in einen noch tieferen Ort. Und dieser noch tiefere Ort, das ist da, wo die Hexe dann wohnt oder Mutter Erde oder in manchen Märchen Frau Holle als gute Gestalt, als weise Gestalt. Das ist Mutter Erde selber. Die hat ein Lebkuchenhaus, also da, wo die Lebendigkeit wohnt. Oder es geht tief hinein in diese Dimension, wo die jungen Menschen lernen, teilzuhaben an den Polaritäten des Lebens, an Werden und Vergehen, an Sterben und Wiedergeburt. Und das aber in einem sehr passiven Zustand. Der Zustand, wo ich das schauen kann, ist die Trance. Also das Prototypbild ist Schneewittchen im Glassarg. Die ist wach, aber nicht wach. Aber bekommt mit, wie die Gestirne sich drehen und wie dieser Polaritätenkreislauf geschieht, ohne dass ich etwas tun muss und wie ich selber darin eingebettet bin. Und diese Einweihung, aus dieser Einweihung des Einsseins mit allem, entsteht dann der eigene Platz in der Welt. Die Protagonistinnen und Protagonisten gehen dann raus und bekommen meistens Gold und Edelsteine, und um dann zurückzukehren über den Waldrand und entweder sofort Hochzeit zu feiern, eine Hochphase zu kommen, oder sie haben noch eine Turbulenzzone, das wäre das, was wir hier Berufung nennen. Das gibt es auch oft, noch eine Turbulenzzone auf dem Weg, bis das gewohnte Leben einen neuen Level erreicht hat, eine neue Dimension, eine erwachsene Dimension und das Leben noch lebensdienlicher gestaltet werden kann, das eigene Wirken, das ist das Ziel. Die Frau Holle da unten fragt immer, willst du mir dienen? Wenn die Antwort ja ist, wird sich das im Leben konkret in der Lebensweise abbilden. Das ist die Grundstruktur der Märchen und
Das ist die Grundstruktur von Initiationsritualen, die Grundstruktur der Natur und die Grundstruktur eines jeden individuellen Prozesses. Da muss ich gar nicht viele Worte verlieren, weil jeder und jede von uns das kennt. Jeder hat schon Krisen gehabt. Das heißt, du lebst und dann kommt in dein gewohntes Leben ein Ruf oder eine Störung. Das kann eine Krankheit sein, das kann ein Todesfall sein, das kann aber auch eine Störung sein, die positiv erlebt wird. Ein Kind kündigt sich an, man wird Vater oder Mutter. Und dieser Ruf macht, dass man entweder sagt, man leugnet ihn noch eine Weile und lebt so weiter wie bisher, oder irgendwann wird er so stark, dass man das nicht mehr leugnen kann und da bereit ist. Die Schwelle ins Unbekannte heißt, ich bin bereit, unbekannte Länder meiner Seele und meiner Psyche zu erwandern, um mit dieser Situation klarzukommen. Und jetzt folgt dieses ungemütliche Achtel, wo wir herumirren mit einer solchen Krankheit oder neuen Situation oder Kündigung oder Umzug oder was auch immer uns widerfährt oder wir gestalten als Veränderung. Wir irren noch herum und wir versuchen mit den alten Mitteln zu bewältigen. Also wir haben ja nur die Strategien, die alten. Gleichzeitig funktioniert das nicht mehr. Und im besten Fall, das ist je nachdem, wie Sie sich selber kennen, halten Sie noch lange fest am bisherigen. Oder Sie sind sehr neugierig und fangen sich an zu öffnen, was denn noch, was könnte noch sein. Und das ist ein Mischverhältnis in dieser Zone. Was vielen widerfährt, ist, dass sie die Abkürzung hier nehmen wollen und sagen, okay, hab's begriffen, Krankheit bekommen, Krankheit angenommen oder irgendeine Situation. Jetzt voll in den Aktivismus und einen neuen Frühling starten. Alles daran setzen, das zu überwinden, da sind wir in der Sprache, der dualistischen Sprache, und was Neues zu erschaffen. Aber das Rad sagt, das geht nicht. Es gibt hier noch einen ganzen Raum zu durchschreiten über die Hingabe, der eine Qualität hat, die ich als spirituell bezeichnen würde. Nicht abgehoben spirituell, sondern ganz natürlicherweise zum Menschsein gehörend spirituell. Ich kann es erklären am Beispiel von Krankheit, von einem simplen Fieberschub. Ich bekomme Fieber, ich leugne es, irgendwann akzeptiere ich, dann tue ich alles, um da rauszukommen. Und irgendwann merke ich, das Fieber ist so hoch, dass ich immer noch geschwächter werde und schon halb im Fieberwahn bin. Und dann kommt der Moment der Hingabe, wo ich sage, ich kann nicht mehr, ich könnte auch glatt sterben, das wäre okay. Und dieses komplette Loslassen bewirkt, dass jetzt in meinem Gewahrsein, aber ohne dass ich etwas selber tue, die Heilungskräfte wirken können, dass ich erfahre, dass das Leben in sich kräftig ist, sich zum Heilsamen zu drehen, und ich es einfach nehmen darf, es ist wie ein Geschenk, wie eine Gabe. Und erst wenn dann die Energie wieder kommt von alleine und ich anfange wieder in den Alltag zu gehen, verstehe ich die Bedeutung, warum das jetzt geschehen ist oder was ich gelernt habe dabei. Also die Bedeutung einer Transformationsreise erschließt sich erst hinten raus, nicht an dieser Stelle, wo es schwierig ist. Also das ist der Dreh- und Angelpunkt aus dem Leben, aus sich selbst heraus. Und es gibt keine Gewissheit, dass das geschieht, weil es gibt auch hier eine Abzweigung. Der Winter steht auch für das Reich des Todes, für das Jenseits. Diese Abzweigung kann auch geschehen. Also die Hingabe ist kein Zuckerschlecken, die ist ein vollständiges, die Hände öffnen, in alle Richtungen komme, was wolle. So, und jetzt reisen wir da durch und legen die aktuelle Situation hinein auf gesellschaftlicher Ebene. Wenn ich die Klimakrise als Ruf nehme, dann stehen wir gesellschaftlich da, dass sie schon gehört wird. Es gibt immer noch Leugner, wir kennen das, auch Prominente. Aber grundsätzlich sind wir mittlerweile so, dass das gehört wird. Fridays for Future hat das noch befeuert, dass die junge Generation gesagt hat, es ist so und wir müssen uns konfrontieren damit. Aber die Frage ist, sind wir schon über die Schwelle gekommen? Weil Schwelle heißt immer, dass sich tatsächlich unsere Lebensweise ändert. Und kleine Schritte und kleine Klimapaketchen, wie die Regierung sie letztes Jahr vorgeschlagen hat, das ist noch nicht über die Schwelle gegangen. Das ist immer noch der Versuch, das klein zu halten und darüber zu schleichen. So, und jetzt kommt Corona.
Corona hat erstmal nichts zu tun mit der Klimakrise, aber wir sprechen heute über Transformationskompetenz. Und was Corona gemacht hat, ist, Corona ist aufgetreten wie ein Brandbeschleuniger und hat uns gesellschaftlich über diese Schwelle gestoßen ins Unbekannte und hat tatsächlich bewirkt, dass Regierungen in großem Stil Maßnahmen einfach verordnen, die so einschneidend sind für das eigene private Leben, wie wir es früher und auf das Klima bezogen nie akzeptiert hätten, nie durchgeführt worden wäre. Es hat nicht stattgefunden. Und bei Corona wird das jetzt gemacht und ist möglich. Und jetzt befinden wir uns, was Corona betrifft, aber gesellschaftlich in einem Zustand, der hier unten ist. Im ungemütlichen Achtel sind wir jetzt. Also das ist, es ist klar, selbst wenn es wieder so wird wie vorher, es wird nicht mehr gleich wie vorher. Wir machen jetzt Erfahrungen, die uns prägen werden in alle Richtungen. Es ist klar, dass das so schnell jetzt auch nicht wieder weggeht und wir einfach zurückkehren können. Und das war noch die Hoffnung dann im Frühling, dass dann im Sommer alles vorbei ist. Aber langsam dämmert uns, dass auch unsere Wirtschaft und die Lebensweise, die persönliche, der Kulturbetrieb, alles hängt so gerade so in der Luft. Und es ist so die Frage, wow, was passiert dann in Zukunft? In dieser Zone, und das ist das Typische, tauchen Gefühle auf, weil wenn nicht anders können wir, es ist eine andere Umstände und das ruft Gefühle hervor, meistens Gefühle von Ohnmacht, große Verunsicherung, die Reaktion darauf ist entweder in Lähmung zu gehen oder in Attacke und Wut. Das ist dann meistens gegen die Regierung, die solche Verordnungen verordnet eben ansetzt. Oder auch gegen andere und anderes. Aber darunter, das ist das Kennzeichen, warum das hier auftaucht, darunter lauern ganz alte Gefühle und ganz alte Traumata, die jetzt hochkommen und das verstärken, das, was wir ohnehin und Schwierigkeiten haben, verstärken. Und das große Trauma da von unserer Kultur, von unserer Gesellschaft, ist das dualistische Weltbild. Beziehungsweise das Gefühl von Trennung. Das Gefühl von Trennung fliegt uns jetzt um die Ohren. Wenn alle Maßnahmen dahingehen, uns abzutrennen und abzuschotten, mögen sie noch so intelligent sein, gut, aber was dahinter aufkommt, ist ein Trauma. Dass wir uns alleine fühlen und verloren, vergessen, benachteiligt, das ist jetzt die ganze Bandbreite, aber das ist ein kollektives Trauma. Also eigentlich könnten wir sagen, jetzt gerade fliegt uns das dualistische Weltbild um die Ohren, indem das auf diese Weise gehandelt wird und wie gehandelt wird. Und jetzt drehe ich nochmal dieses Plakat um oder meine Tafel, weil wir jetzt in der Bewältigung, bleibe ich bei Corona, in der Bewältigung von Corona bleiben wir sehr stark noch hier. Also die ganze Anschauung, wie wir mit diesem Virus umgehen, ist sehr, sehr, sehr dualistisch. Es ist eine dualistische Medizinsprache. Man muss ihn bekämpfen, den Virus besiegen, wir müssen uns schützen und abschotten. Man kann am Virus sterben, was aber immer eine Niederlage ist für die Medizin. Also der Tod ist gar nicht vorgesehen als natürlicher Prozess, sondern das ist immer eine Niederlage im Kampf für das Leben. Als ob Leben unendlich wäre. Aber so ist unsere Medizin, diese dualistische Medizin, aufgestellt. Also daran ist nichts verkehrt im Sinne, was jetzt Menschen leisten und was die Medizin leisten kann, aber dass das nur so gehandhabt wird, das ist ein Problem. Weil die Fragen, die sich daraus ergeben, sind jetzt allein, wie kann ich mich schützen oder wie können wir uns als Gesellschaft schützen, wie können wir die Risikomenschen schützen. Und wie können wir das Virus bekämpfen? Und darum geht ganz viel Geld und Aufmerksamkeit in die Entwicklung von Impfstoff. Die Einseitigkeit darin, die ist ein Problem. Weil sie macht, wenn wir den Weg jetzt weitergehen, dass wir unseren eigenen Ast und unsere eigene Lebensweise absägen. Das Wirtschaften wird immer schwieriger und viele Menschen werden in große Schwierigkeiten kommen und damit die ganze Gesellschaft, weil wir so eigentlich den eigenen Zerfall einläuten. Deswegen kann ich partiell noch diese Strategie, dass wir mit der alten Strategie auf das jetzt reagieren und das Problem zu lösen versuchen in der alten Manier, was abgewinnen, weil wir damit das beschleunigen, dass es eigentlich vorwärts geht im Transformationsrad. Aber der knifflige Punkt ist nicht durchstanden, ob es wirklich in was Neues führt oder ob es quasi
in die Todeszone führt des Winters. Das wäre übersetzt, dass die Ungleichgewichte erstmal noch viel größer werden. Das merken wir jetzt schon zwischen Arm und Reich. Die Reichen bereichern sich jetzt, werden reicher in der Krise. Das Ungleichgewicht zwischen farbig und weiß wird größer im Zugang zu Medizin und Unterstützung und Beziehung. Es wird extra noch verstärkt ein Ungleichgewicht von ideologisch Rechten zwischen Ausländern und Geflüchteten und dem Volk. Also alle diese trennenden Mechanismen, die werden noch verstärkt. Und dann wird sich zeigen, wohin es geht. Amerika zeigt uns, wie eine Spaltung der Gesellschaft fortgeschritten schon aussieht, wo immer das hinführt. Im schlimmsten Fall zu Bürgerkrieg. In verschiedenen Ländern ist das geschehen. Bürgerkrieg, also Spaltung der Gesellschaft. Aber das, damit bleiben wir in dieser Kriegslogik. Oder kippt es woanders hin? Das ist ungewiss noch. Aber am Ende ein sehr gefährlicher Weg, wenn wir darin bleiben. Das polare Weltbild würde ganz anders mit diesem Virus umgehen und anders erweitert. Wir haben den Versuch gemacht, im Frühling damals schon, dass wir das Virus Hilfe, ich habe Angst davor, sondern wir haben extra, sind in die Natur gegangen und haben uns so weit geweitet, dass wir dieses Virus wie einfühlen konnten, uns einfühlen konnten, was denn das für ein Wesen ist. Also wir sind in Beziehung gegangen, in geschwisterliche Beziehung. Und was ich selber oder dann im Austausch mit den anderen, was wir zusammen herausgefunden haben, das Virus ist völlig, völlig neutral. Das ist überhaupt nicht böse, das will auch nichts Böses. Das ist neutral, das ist einfach. Und es ist unglaublich beziehungshaft, weil Viren ja gar nicht leben können ohne Wirt. Also das ist ein unglaublich beziehungshaftes Geschehen, was da passiert im Kontakt mit Viren. Und das Zentrale war, dieses Virus ist wahnsinnig lebendig. Es hat unglaublich viel Energie. Wir nennen das virulent, das ist ein Wortspiel. Also ein Virus ist virulent, also ganz lebendig. Und das ist ein natürlicher Vorgang, dass dieses Wesen andockt an andere Wesen, jetzt an uns Menschen, und dass es daraus einen Austausch gibt. Und dieser Dialog, der führt zu anderen Fragen als Kampf und Schutz. Der führt dazu, okay, du bist da in deiner Virulenz und Lebendigkeit und ich bin hier in meiner Lebendigkeit. Und wie ringen die zwei miteinander? Wie tanzen die zwei miteinander? Und das weiß man, dass die Menschen, die viel Lebendigkeit haben, einen schwachen Verlauf haben und das Virus sich auch wieder verabschiedet und weiter tanzt woanders. Und die eine herabgesetzte Lebendigkeit und Virulenz haben, da tritt der natürliche Vorgang ein, was wir dann als Sterben bezeichnen. Im Einzelschicksal schwer, aber als Prozess ganz natürlich. Im Alter nimmt unsere Virulenz, unsere Lebendigkeit ab und dadurch sterben wir an etwas. Aber das ist nicht böse gemeint, sondern es ist der natürliche Vorgang. Die Fragen, die sich daraus also ergeben, sind nicht, wie kann ich mich schützen? Also das tue ich auch, sondern wie stärke ich meine Lebendigkeit? Was macht mich lebendig? Das ist die Frage. Was macht mich lebendig? Und als Gesellschaft gefragt, wie um Himmels Willen kam es, dass wir so unlebendig sind, dass wir einer Pandemie dermaßen zum Opfer fallen, das ist Kriegssprache. Also dass uns das so überschwemmt, überhand nimmt. Wie konnte es dazu kommen? Und dann landen wir halt bei Diskussionen wie, okay, und durch Stress sind wir so geschwächt, wir sind beschäftigt, unsere Virulenz ist beschäftigt. Gestern ging ich um unser Dorf, wir wohnen auf dem Land, da ist der Glyphosatbauer mit seiner Spritze rumgefahren. Ja, mein Immunsystem ist beschäftigt mit Glyphosat. Wenn dann noch ein Virus kommt, bin ich zu schwach. Also Umweltgifte, Strahlenbelastung, Stress, all diese Faktoren, die machen uns unlebendig. Und dieses Gefühl von getrennt sein und es alleine machen müssen. Das würde bedeuten, wenn wir wechseln in so eine Anschauung von dieser ganzen Pandemiegeschichte, könnte das Coronavirus helfen, in eine stimmige Ordnung zurückzufinden. Und das nicht nur für uns, sondern eben auch für alle anderen Wesen und damit fürs Klima. Und so hängen für mich Corona zusammen. Corona ist eine Chance, dass wir was lernen, dass wir Transformationskompetenzen lernen und herüberschiften auf ein anderes Weltbild.
damit wir für diese große Bewegung, für diese große Transformation, in die wir uns hinein manövriert haben, dass wir das kreativ und gut bewältigen können. Das bedeutet, dass wir eigentlich alles richtig machen, also dass es typisch ist, dass wir jetzt konfrontiert werden mit diesem Weltbild und die Chance haben, es anders zu machen, dass aber zunächst so reagiert wird in dieser alten Logik, und das bedeutet Verstärkung und dass einfach alle ProtagonistInnen mal so weitermachen in dieser Logik und dass jeder das ausnutzen will, die Situation. Rechte wittern jetzt die Möglichkeit, die Dominanz des nicht anerkannten Rechtsstaates zu unterwandern. Die Reichen werden reicher. Bill Gates macht seine Logik über Impfstoffe. Alle Akteure machen weiter wie bisher. Es ist auch das Milieu darum, warum Verschwörungstheorien so eine Hochphase haben. Verschwörungstheorien sind der Ausdruck eines dualistischen Weltbildes. Die Definition ist, dass ich sage, diese Entwicklung, die jetzt geschieht, ist ausgelöst, extra, zielgerichtet, von einzelnen Akteuren, die das herbeigeführt haben, um sich selber zu bereichern und andere zu schaden. Und diese Akteure sind böse, während wir Opfer sind oder unbewusst oder jetzt Erwachende, die das durchschauen, und wir sind die Guten. Und jetzt muss man kämpfen. Das ist die Logik von Verschwörungstheorien, dieses komplexitätsreduzierende Personalisieren von Bösem, das ist ja die Anschauung dahinter, um klarzukommen mit dieser schwierigen und verunsichernden Phase. Und jetzt will ich nicht über Verschwörungstheorie reden, weil damit kann man jemanden auch mundtot machen, aber ich will klar sagen, das Problem sind nicht Einzelpersonen, mögen sie noch so aktiv sein, die Situation jetzt auszunutzen oder sich das herbei gewünscht zu haben, aber darauf will ich gar nicht die Energie verschwenden und schon gar nicht im Kampf, sondern das Problem ist das dahinterliegende Weltbild. Und jetzt kann ich dann, wenn ich sage, ich will eine Weltbildverschiebung, nicht mehr sagen, die da mich abtrennen, sondern dann muss ich anfangen, und ich, wo handle ich denn noch, wo denke ich noch dualistisch, wo denke ich in, oh, die da und ich und wir, wo fühle ich dualistisch, wo fühle ich dieses Virus als Feind, das Klima als Feind, die Natur als Feind oder einzelne Menschen oder Gruppierungen als Feind oder mich als Mehrheit, als Feind von anderen oder besser als andere, schlauer. Wo bin ich selber unversöhnlich, wo kann ich mir nicht vorstellen, dass ich Mitgefühl habe mit Rechten, die auf die Straße gehen. Daran mache ich jetzt immer fest. Kann ich das? Kann ich Mitgefühl haben? Oder ist das unversöhnlich und unverständlich? Und agiere ich selber in diesem Gut und Böse und Richtig und Falsch? Das Problem ist, dass diese Schwingung von Kampf, Krieg, Unversöhnlichkeit nicht die Schwingung ist, auch wenn ich meine, ich hätte die Lösung, es ist nicht die Schwingung, aus der heraus wirklich Neues entsteht. Es ist eine Schwingung von Trennung. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir jetzt diesen Schritt noch machen und fragen, was ist dieser Winter, was ist dieses Viertel und wie kommen wir da rein? Weil es geht nicht darum, das Krankmachende zu nivellieren und zu sagen, es ist schon alles in Ordnung und die Rechten dürfen und die Reichen und die Armen und die Linken und die Rechten, sondern zu fragen, kann ich das alles benennen, was schiefläuft durch das dualistische Weltbild und verbunden sein, nicht getrennt. Und das ist ein bisschen eine übermenschliche Leistung, weil ich ja so geprägt bin selber. Das heißt, dieser 1. November, das nennen wir auch nicht nur die Hingabe, sondern oft das Tor der Ratlosigkeit. Ich persönlich, so wie ich hier sitze, habe keinen Plan, wie ich selber, was sein wird, wie das Neue aussehen wird, wie ich mit anderen Menschen, die mir so in ihrer Meinung und ihrem Handeln diametral gegenüberstehen, wie das gelingen soll, dass wir eine neue Art von Lebensweise in Verbundenheit mit diesem Planeten und seinen Geschöpfen haben werden. Ich weiß es wirklich, ich habe kein Hirnareal, wo ich mir das vorstellen kann. Ich, Ursula.
Aber das Interessante ist, dass das Rad besagt und das im Transformationsprozess, das Tor der Ratlosigkeit, das macht dieses Ich weich und mystisch gesprochen lässt es sterben. Es ist der Tod. Weil dieses Land, da zählt nicht so sehr, was das Ich findet und meint und wie es geprägt ist, sondern das ist das Seelenland. Und in meinem Seelenraum, in der Anbindung an das geschwisterliche Wir, da kann ich sowas wachsen lassen wie Mitgefühl und Liebe. Aber die ist nicht im Ich verankert, das schafft es nicht, sondern die ist in dem viel größeren Raum verankert, in den es hineinzutauchen gilt. Das Problem gesellschaftlich ist, dass wir nicht so einfach diesen Raum betreten können, weil es, wie gesagt, ein spiritueller Raum ist. Spirituell, aber nicht im Sinn oder mystisch nennen wir das oft, nicht im abgehobenen Sinn oder im abgesonderten, das wäre eben das Dualistische, sondern im eingeborenen Sinn. Das ist uns eingeboren. Unsere Vorfahrinnen und Vorfahren haben so gelebt, das ist ein eingeborener Raum, natürlicher Zustand der Anbindung an die Quelle und an die Lebendigkeit von Leben. Aber das dualistische Weltbild hat das getrennt. Die obere Hälfte, das Tun, das Rationale, das Manifeste, das, was man anfassen kann, das ist gut. So wird Politik betrieben und Wirtschaft. Und dieser spirituelle Raum, der wird entweder privatisiert, so was für einen Sonntag, oder wirklich abgewertet als esoterische Flunkerei. Aber das Wissen darum, dass da eigentlich da wohnt, das Orakel, also das heißt die Vorhersehung, die Anknüpfung an Wissensfelder, wo ich sogar in die Zukunft sehen kann, da wohnt die Prophetie, da wohnt der Schamane, die Schamanin, also dieses Reisen können, sich erweitern können, um Informationen durch Verbundenheit mit allem zu erlangen, die wieder nützen, dass wir lebensdienlicher leben. Das wohnt hier. Und stellen wir uns mal vor, es gäbe diese Trennung nicht gesellschaftlich, dann würde das heißen, dass Merkel und Kurz und der Schweizer Bundesrat und alle, die politisch jetzt entscheiden müssen, ich mag nicht in deren Haut stecken immer, aber die jetzt entscheiden müssen, bevor sie eine Corona-Sitzung machen oder eine Klimapaketsitzung, dass die in den Wald gehen, dass die sich einlassen, sagen, mein Ich spielt keine Rolle, mein Ich weiß es auch nicht. Aber ich kann mich weiten und ich kann in Beziehung sein. Und dann tauschen sie sich aus und kommen hervor und versuchen die nächsten Schritte mit uns allen zu gehen. Das wäre, wenn es keine Trennung gäbe. Aber nun gibt es sie noch und es gilt sie zu überwinden. Deswegen können wir nicht erwarten, dass die, die jetzt in den Führungspositionen sind, wirtschaftlich oder gesellschaftlich, dass die da vorangehen. Das werden sie nicht. Das werden sie nicht. Wir, jeder Einzelne von uns muss diesen Weg oder darf in dieses Reich hineingehen und üben, darf diese Öffnungserfahrung üben und das verstanden als politischen Akt, um diese Spaltung zu überwinden und das als eins zu machen, das, was manifest ist und das, was spirituell ist und feinstofflich. Also, diese Hingabe heißt, lasst uns gehen in Einzelnen und in Gruppen und immer wieder im Austausch sein in dieses Reich. Und für uns in unserer Arbeit ist die einfachste Dimension der Begegnung mit dem Größeren und der mehr als menschlichen Welt ist die Natur. Und das ist auch der Raum, wo ich das gelernt habe, mich zugehörig zu fühlen, also nicht abgetrennt, mich zugehörig zu fühlen, sogar zur Gattung Mensch. Das ist das Schwierigste, weil da passiert so viel Schlimmes und Schlechtes, dass dieser Raum sogar aufgegangen ist. Und wie habe ich das gelernt? Indem ich immer wieder hinausgehe und es gibt so eine Übung oder eine Art, dass ich wirklich mich nicht abtrenne, sondern verbinde mit der Gattung Mensch. Jetzt bin ich beim Klima zum Beispiel und weiß, ich gehöre dazu. Ich kann nicht auf die zeigen und die Amerikaner sind doch schlimmer und die Saudis und die sollten mal sich ändern und es sollte weniger Weltbevölkerung geben, sondern ich nehme es zu mir und sage, ich gehöre dazu, ich bin da mitten mit dabei. Ich lebe nicht so, ich lebe ziemlich bewusst, aber ich lebe nicht so, dass das reichen würde, wenn alle so leben würden wie ich, würde die Zerstörung und die Ausbeutung voranschreiten. Also ich nehme mich nicht hinaus, sondern ich fühle mich als Teil und dann stelle ich mich vor, nehmen wir an, einen Baum. Und so stand ich dann da mit diesem Gefühl, uff. Scham war dabei, Schuldgefühle sind dabei, Ohnmachtsgefühle sind dabei, Ehrlichkeit ist dabei und dann
vor dieses Baumwesen zu stehen und zu sagen, okay, ich bin Mensch und ich sehe, dass du gerade stirbst, weil es so trocken ist. Bei uns sterben so viele Bäume jetzt. Und vor so einem sterbenden Baum zu stehen und zu sagen, ich gehöre zur Gattung Mensch und jetzt bin ich da. Und dann passiert was. Es ist immer dasselbe bei mir, bei anderen. Es gibt nichts an Anklage, was einem entgegenkommt. Es gibt keinen Vorwurf. Es gibt keinen Rauswurf aus dem Wald. So was wollen wir nicht. Du bist böse, du hast uns niedergemacht. Du bist schuld an unserem Sterben. Das könnten die ja, die Wesen. Also ich finde, die hatten das Recht dazu, uns Menschen so zu behandeln, aber das geschieht nicht. Weil die Natur keine Wertung kennt. Die stehen da, die sind da. Es gibt auch keine Entschuldigung oder keine Entlastung, die sagen, keine Beschönigung. Die sagen dann nicht, ach, halb so schlimm, ich sterbe jetzt halt mal. Auch nicht, es gibt nichts. Es ist neutral und darin aber ganz beziehungshaft. Und diese, es ist mehr ein Dasein in allem und mit allem. Und diese Erfahrung, die ist so umwerfend. Das ist, glaube ich, diese Schlinge, die ich da spontan beim Zeichnen gemacht habe, diese Erfahrung, dass ich mit all dem in Beziehung sein kann, ohne dass es gewertet wird, in keine Richtung. Sondern es ist einfach Beziehung zwischen mir und dem Baum oder dem Wald oder mit dem Wind oder den Füchsen oder dem Frosch. Das ist so umwerfend, dass ich wie in eine neue Schwingungsebene hineingeworfen werde, wenn ich immer wieder und immer wieder so rausgehe. Und diese Schwingung, die dann entsteht, dann entsteht was von einer Leichtigkeit, einer Fröhlichkeit, der spirituelle Begriff der Seligkeit. Also so, das hat auch was ganz Stilles. Das ist jetzt kein Feuerwerk, sondern so was ganz leichter, feiner, schwingendes, dadurch, dass die Beziehung so bedingungslos ist. Und was dann geschieht, ist nicht, dass ich mich darin zufrieden gebe und sage, super, da bleibe ich jetzt und jetzt versumpfe ich darin und was die Welt ist, ist mir egal. Nein, nein, es passiert das Gegenteil. Es wächst dann durch diese unhinterfragte Beziehungshaftigkeit, wächst die eigene Verantwortung, es wächst die Liebe zur Welt und zum Leben und es wächst das starke Gefühl, was stimmig ist und was nicht stimmig ist in dieser Welt. Also ich werde noch klarer, dass ich fühlen kann und später auch benennen kann, was denn nun eine krankmachende Entgleisung ist in unserer Lebensweise und was wirklich gesund ist und lebensdienlich. Und diese Bereitschaft, lebensdienlich mitzuwirken, die wächst hier. Aber sie wächst eben nicht als so eine rationale Verantwortungsgefühl, das wäre hier oben, ich muss halt zur Natur Sorge haben, sonst gehen wir alle unter. Es ist auch nicht als Kampf gegen jemanden oder für etwas, sondern es ist eine Schwingung des Mitgefühls und der Freude. Es ist eigentlich aus Freude und Verliebtheit. Aus Verliebtheit zu allen Wesen, inklusive den Menschen. Und da kann ich das Mitgefühl dann fühlen zu all denen, die ganz eingewoben sind in ihre Angst oder in ihren Schmerz und daraus dann handeln und separieren und anklagen. Daraus mitfühlend mitzuwirken. Und der Begriff, der dann entsteht, ist co-kreativ, co-creation. Und zwar nicht nur mit anderen Menschen, mit denen ich im Austausch bin, sondern eben auch mit den Wesen der Natur. Und diese co-creation, die können wir uns noch gar nicht vorstellen, weil wir noch so dualistisch getrennt sind von der Natur. Aber an einem Beispiel kann ich das erklären. Es sterben jetzt unglaublich viele Bäume in unseren mitteleuropäischen Wäldern. Die Förster sind jetzt gefragt zu handeln, weil das unsere Ressourcen sind, unsere Lungen und unsere Geschwister. Eine Formulierung. Es gibt jetzt einen Strang, der sagt, importieren von Bäumen von woanders her, die jetzt mit diesem trockeneren Klima besser klarkommen. Dualistisch. Nicht beziehungshaft. Weil diese Bäume haben ja gar keine Beziehung zu den Füchsen und den Rehen und zu den Käfern und zu den Milben, die jetzt im Wald wohnen. Die andere Variante ist zu sagen, okay, wir pflanzen jetzt alles Mögliche an und probieren und schauen, was dann wächst. Die dritte Variante ist, dem Wald Weisheit zuzutrauen und Bewusstheit und zu sagen, okay, wir gucken mal, was der Wald von alleine macht. Und die vierte Variante wäre, die habe ich noch nirgendwo gehört oder eingeübt gesehen, aber das heißt nicht, dass wir nicht damit anfangen könnten,
dass wir so mit dem Wald, wie er jetzt ist und wie es uns geht und wie es uns geht und in der Situation, wie wir jetzt sind, ins Gespräch kommen, dass wir mitkriegen, was die Weisheit des Waldes ist. Und dem Wald und damit auch uns helfen, diesen Prozess durch Säen und Pflanzen schneller zu gestalten, als wenn er alles alleine machen müsste. Also das heißt, in den Dialog zu gehen, der so erweitert ist und das auflöst, dass der Wald nicht ich bin, sondern ich bin dann auch dieser Wald. Und wir finden heraus, ko-kreativ, was es jetzt braucht in dieser veränderten Situation. Das wäre eine ganz andere und erweiterte Handlungsweise, die dieses dualistische Weltbild erweitert oder überlebt, überwächst. Also das bedeutet keine technischen Lösungen, die zu schnell aus dem gleichen Geist sind, kein Kampf, sondern das ist die Schwingung, aus der wirklich Neues entstehen kann. Und meine Hoffnung ist, die liegt darin, dass ich auch manchmal verzweifle, weil es so langsam geht, bis wir da ein paar wenige da uns einüben und immer mehr werden und wie und was ist dann das Gleichgewicht und so, dass der Frühling, der daraus entstehen wird, der zeigt uns etwas, nämlich dass Entfaltung dann, nachher, wenn wir gut da unten angebunden sind, der ist nicht in kleinen Schritten, sondern der ist in Schüben. Entfaltung im Frühling, basch, entfaltet sich in Schüben und dann stockt es wieder und dann ist wieder ein Schub. Und das heißt, dass wir jetzt hart in dieser Zone Transformationskompetenz üben müssen und uns verabschieden müssen und entlernen, verlernen von diesem trennenden, gut-böse Weltbild, uns einüben in einen neuen Raum und das dann aber etwas Neues sehr schnell, was wir uns noch gar nicht vorstellen können, sehr schnell auch Raum greifen kann und wachsen kann. Das ist meine Hoffnung. Aber das bedeutet ganz konkret, dass wir sehr demütig diesen Schritt über diese Hingabe- oder Ratlosigkeitsschwelle immer wieder gehen, uns immer wieder einüben, immer wieder Kreise ziehen. Jeder von uns einzeln, jede und immer wieder in Gruppen das tun. Und deswegen endet jetzt hier mein Vortrag und ich gehe in den Wald. Danke.